Ein nachkommentiertes Gameplay von verschiedenen Karten. Ja, wir haben da wieder Rekrutenpower gemacht. Irgendwie ist es total lustig. Keine Ahnung, ich feiere das übelst ab. Es ist ja auch gut für das Aim zu trainieren, deswegen ist das, ja, hammer cool, wenn man das macht. Bam. Einfach laufen, 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 laufen und reagieren. Naja, nicht immer, ab und zu mal ganz kurz auch mal hören. Aber, ach, da hat der Kalle einen Pistolenkill gemacht. Sowas sieht man auch nicht so oft. Boah, dass ich dem hier nicht erschossen habe. Ohne Witz, der, wo gerade hochgekommen ist. Das war Kalle, ne, oder? Ne, ich weiß nicht. Oder der andere Typ. Da ist nur noch die Kawaira im Raum. Ja, sie will ihm die ganze Zeit messern oder keine Ahnung. So in der Art. Und ist dann runtergefallen, so gewinnen wir die Runde. Es ist schon krank, Leute. Krank ist das. Schaut euch das an, da steht einer rechts. Den habe ich vorher gar nicht gesehen. Den hätte ich können auch erschießen, aber dass der mich nicht direkt erschossen hat. Was für eine Haube. Oh Mann, habe ich dafür aimed. Aber diese Waffe da von der Ela, es ist auch schon, ja, ziemlich krass, mit der abzuziehen, volle Kanne. Was ich noch sagen wollte, morgen ein Livestream auf YouTube. Um 18 Uhr. Ich denke, dass ich dieses Mal so bis um 21 Uhr mache. 3 Stunden. Ich werde auch mit einbinden. Wahrscheinlich Rekrutenpower. Eventuell mal auf locker. Nicht mit Rang. Wäre auch mal eine coole Sache mit Abonnenten. Das war mal so eine Spaß, ja, Runde machen. Das wäre echt mal mega. Weil bei Rang, keine Ahnung, also das würde ich mich jetzt nicht so trauen. Wenn dann schon mit Leuten, mit denen ich die ganze Zeit zocke. Auf jeden Fall, der Kukul ist hundertprozentig dabei morgen. Ob jetzt der Kalle mit einsteigt, weiß ich nicht. Wenn er möchte, dann kann er auch gern dabei sein. Muss ich dem heute mal fragen. Ja. Da hätte ich noch beinahe mein Teammitglied mitgesprengt, wenn ihr das jetzt hier auf der Kamera seht. Schaut euch das an. Ganz, ganz knapp war das. Boah, immer diese ELA-Teile da. Betäubung pur. ELA-Leashen sind so gemein, wenn man da rein tappelt. So Zusammenschnitte sind auch mal toll, ne? Ich werde aber auch jetzt mal umwechseln im Angriff. Nicht so immer ACOG, sondern dann Reflexvisier oder Holo. Mal gucken. Die Ash hatte Ela im Visier eigentlich zuerst. Död. Das war gerade eben ein schneller Schnitt. Der Kill da von Olli. Cool. Ja, ich habe hier die Geschwindigkeit auf 49. Cool hat es genauso. Kalle hat es versucht, aber hat es nicht hinbekommen. Der hat es auf 39. Also 49 habe ich. 7-7, Todzone. Und mit Visier ziehen auf 23. Sonst verwackelt das ja übelst. Nice. Voll die Zerstörung. Ja, wie man sieht, ich schon cool mal wieder fast alles alleine gemacht auf dieser Karte. Ja. Boah, die Rekruten-Zerstörung.
Geil, geil. Aber seitdem wir das ohne Scheiß umgestellt haben und sowas machen, unser Aim hat sich übelst verbessert. Und natürlich die Geschwindigkeit, wenn man damit klarkommt. Also Wahnsinn. Ganz, ganz anders als vorher. Ich hab's ja schon etwas niedriger gehabt. So ist das schon ganz gut, wie es eingestellt ist. So lasse ich das auch jetzt. Naja, manchmal mache ich noch eine übelst volle Drehung. Man muss halt immer so ganz sanft den Stick bewegen, sozusagen. Ja, der, wo mich angeschossen hat, das war übrigens Kukul. Aber das hat so ausgesehen wegen der Leiche, weil die da liegt. Deswegen, das hat sich so bewegt. Weil ich da gelaufen bin. Ja, ich war da schon tot, deswegen auf der Camp von Kukul. Wenn ich tot bin, muss er immer uns den Arsch retten. Alter, heftig, ey. Der kann auf jeden Fall reinwaschen in den Raum. Der kann das. Der macht das auch immer. Wer gewinnt? 1 gegen 1. Bäm, Alter. Da hat er fast alles alleine gemacht. Wie man sieht. Da hatte ich irgendwie nur Assi-Punkte. 2 Stück. Ja, da habe ich gerade den Call bekommen von Kukul, dass da jemand die Wendeltreppe runterkommt. Die Kommando, die ist so heftig. Ohne Scheiß, Leute, die ist so heftig. Wechsel das Magazin. Ich wechsle Magazine. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neu. Ja, und da hat mir Kukul gedroht. Zocker, mach es. Oder er kickt mich von der FL. Oh Gott, Alter. Dann habe ich ja doch noch ein paar Kills auf dieser Karte gemacht mit Rekrut. Ja, manchmal läuft es, manchmal halt nicht. Es kommt immer drauf an, ne? Ach hier, auf meiner Lieblingsmap, ne? Oh, da hatte ich gar nichts mehr. Da bin ich übrigens vom Dach runter gestürzt und Kukul hat mich wieder dann geheilt. Bei manchen Maps und so ist es ja nicht mehr so, dass man vom Dach runterspringen kann. Das ist ja nur noch bei manchen Maps so. Also überall kann man nicht mehr runterspringen. Wie zum Beispiel von der Bank oben auf dem Dach. Ja, da war mal gerade mal eine Bombe drin. Der Bandit wollte mich verarschen. Der ist immer so hin und her. Ja, wie man sieht, unten habe ich halt die Anzeige gemacht, wie viel FPS und so man da hat. Das habe ich mal angemacht. Hier hat man eh nie mehr als 59 oder 60 FPS. Also bei mir mal nicht. Das ist ja kein PC, ne? Die Bandit-Waffe, die ist so asozial. So heftig. Ohne Visier. Vorher habe ich ja immer mit ACOG gespielt, aber leider ist es ja weg. Mein schönes ACOG. Ach, da habe ich ja, ein Kill geklaut. Und hier mal ein Kill von Kalle. Hier kommen die nächsten Kills von Kalle. Abhalten.
Das war ein Durchschlag. Ja, wie gesagt, morgen bin ich auf jeden Fall auch live in YouTube. Also schaut rein, Leute. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr da seid, 18 Uhr, wisst ihr ja, wie immer. Dann bin ich auch bis 21 Uhr live. Armer Doktor. Was eine Reaktion, hä? Und Kalle muss natürlich wieder neugierig rausrennen und stirbt. Ah ne, er ist gern rausgerannt. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Und morgen 18 Uhr in YouTube. Ich freue mich natürlich über alle Besucher, die dabei sind. Und ich hole natürlich immer zwei Leute mit rein.